Hallo, da sind wir wieder zu einem neuen Part Grandia. Und wir retten Fina. Justin, du bist wegen mir gekommen? Fina, warte, ich öffne es gerade. Es bringt nichts, es geht nicht auf. Hör auf, Justin, du kannst es nicht aufbrechen. Du musst den Schlüssel benutzen. Es stimmt, Justin, da hinten ist dein Raum. Vielleicht ist dort der Schlüssel. Du hast recht. Okay, ich werde mal schauen. Was ist mit dir? Aha, menschliche Wesen in dem armen Raum. Sieht gut nach, hörst du? Es sind nur zwei Kinder. Unser Speer ist bestimmt okay. Mach dir keine Sorge. Ja, mach dir keine Sorgen. Was? Ich? Hui. Ja. Mach ein Nickerchen. Gut, Justin. Hehe, ein harter Kampf. Sag, Justin, das männliche Wesen, ist das der Junge? Na gut, ich rette ihn. La la la. Na gut, hier im Gefängnisschlüssel. So, dann hier den Trank. Da kann man immer mit was anfangen. Das ist ja nicht wahr. Was muss ich weglegen? Oh, shit. Jetzt habe ich den Lebtraum weggeworfen. Erstmal aufräumen hier. Ist ja nervig, ey. Der schöne Lebtraum. So, was ist noch nicht so? Das. So, jetzt ist wieder ein bisschen Platz. Was ist denn so? So, dann wollen wir mal wieder retten, ne? Ups! Ich wollte Dorftoilette. Du Idiot. Ja. Mist! Nur noch ein Schritt! Verdammt! Lass mich hier raus! Was macht ihr mit uns? Sagt etwas! Ruhe! Seid ruhig dort drin! Schau hier! Wir werden entkommen! Erinnerst du dich? Ich will ja nicht meckern oder so, aber er ist Einzahl und wieso sprechen die mehrzahlig? Ja, ist egal. Wie geht es mit mittleren Gefangenen? Die haben die ganze Zeit herumgeschrien. Die geben niemals Ruhe. So, wirklich? Ich werde mal mit ihnen reden. Lass mich durch. Du sagtest, du heißt Justin. Sie haben uns zum Namen gehalten. Was sagst du? Schau, wie schlecht du uns in Sult behandelt hast. Öffne sofort den Knoten in dem Seil. Ich will Fina sehen. Sei ruhig. Ich werde dir nicht erlauben, so vorlaut zu sein. Du kennst so viel militärische Geheimnisse, vergangene Kulturen und Menschen. Die Strafe für euch drei wird in einer Woche entschieden. Es soll die Todesstrafe sein. Denkst du, wir akzeptieren einfach ein Todesurteil, ohne Ärger zu machen? Ich werde fliehen. Ich sagte, werd nicht frech. Ah, Feigling, du traust dich ja nicht. Mir wird schlecht. Ich muss kotzen. Das vergesse ich nicht. Denkst du wirklich, du kannst hier entkommen? Vielleicht, wenn du allein wärst. Aber alle bestimmt nicht. Es sei denn, der Militärzug. Ein Militärzug? Alles, was du jetzt machen kannst, ist auf dein Urteil zu warten. Sei bis dahin ruhig.
Wir werden bald unseren nächsten Befehl von Oberst Moon erhalten. Im anderen Zimmer bereithalten. Aber Leutnant Lin, sollten wir nicht auf ihn aufpassen? Lasst ihn alleine. Wenn er weiter nervt, könnt ihr ihn töten. Gut, entschuldigt uns. Ich habe nachgedacht und wir haben noch Zeit bis zu eurem Urteil. Ja, wie unauffällig. Pah, ich werde mich die Frau erinnern, mit so einer zu kleben. Was mache ich jetzt? Als erstes muss ich was mit diesem Seil machen. Hey, ich kann mich rauswinden. Irgendwie? Ein bisschen noch? Yeah! Geschafft! Toll, dieses Mal entkomme ich. Ja? Was? Das gibt's nicht! Toll, der Gefängnisschlüssel! Lina hat ihn fallen gelassen. Nee, sie ist wirklich dämlich. So. Justin, bist du okay? Warte, Fina, ich öffne sie für dich. Toll, sie ist offen. Danke, Justin. Hehe, das war wirklich einfach. Toll, dass du entkommen konntest. Wie hast du das geschafft? Hey, die Wahrheit ist, dass ein Soldat vor einiger Zeit aufgetaucht ist und ich Dinge gehört habe. Dann hat sie den Schlüssel verloren und sie war so dumm. So konnte ich entkommen. Wow, das ist schwer zu glauben. Also hat sie dich gerettet. Hey Justin, lass uns die Menschen jung halten, bevor wir abhauen. Natürlich. Also dann los. Lass uns den Jungen finden, bevor sie uns entdecken. Da waren wir schon drin. Ah. Hier geht's weiter. Naja, haben wir auch so einen Trank, den wir diesmal einstecken können. Haben wir die Tasche aufgeräumt. Und hier haben wir einen Heilspeicherkegel. Ja, ich weiß, Speichern ist mir etwas langwierig, aber das wird schon. Muss ja sein, wir haben jetzt einiges erlebt. Wir haben ja seit der Kräuterberge nicht mehr speichern können. Oder vorher Kräuterberge. So. Kann man mal schwenken. Aha. Wir entkommen noch nicht, aber wir gehen durch die Lüftungsschacht. La 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 la. Das Gitter. Mein Traum vom Plan, hierher zu kommen, hat sich nicht erfüllen, aber ich mag es nicht. Abends dürfen wir nicht weg. Hast du Justin in dem Gang? Scheiße. Sorry, ich habe da ein bisschen zu schnell gedrückt. Konnte nicht vorlesen. Der Militärzug, auf dem wir stationiert sind, hat angeblich sehr viele Pferdestärken. Aber das bedeutet mehr Arbeit für uns. Je besser die Technologie, desto mehr müsste man sich darum kümmern. Sag, hörst du was, Justin? Es muss der Militärzug sein. Sei ruhig zu, sonst hören sie uns. Machen wir mal hier. Der erzählt nichts. Ist auch alleine, kann ja keine Selbstgespräche führen. So. Wir krabbeln durch die Gänge und kommen dann irgendwo an. Und dann? ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Miau, 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 miau.
Was, diese Stimme? Ach, er ist unbrauchbar. Er ist immer noch so verängstigt. Wie ist es gelaufen, Oberst Mohlen? Konnten Sie das Dorf der menschlichen Wesen dort orten? Nein, sein Kopf ist blockiert. Er kennt nicht mal seinen Namen, geschweige denn, wo das Dorf ist. Nanas Gruppe ist zu weit gegangen. Das ist immer so. Sie sind skrupellos. Ich werde sie warnen müssen. Herr Mohlen, was haben Sie mit dem menschlichen Kind vor? Sie denken doch nicht... Nun, sanfte Lin, hatten Sie daran gedacht? Nein, eigentlich nicht. Keine Sorge, wir verprügeln ihn nicht. Wir haben das Recht auf unsere Seite. Diese Operation ist wichtig. Dennoch denke ich, wir sollten dem ersten Plan folgen. Also mach keine Faxen, Lin. Ja, Sir, Herr Mohlen. Wie geht's dir, Justin? Hast du den Jungen gefunden? Ich hörte seine Stimme nicht mehr. Sicher, ich habe ihn gefunden. Und der Typ war auch da, der, den wir in Sultruinen trafen und sich Muli nannte oder sowas. Was? Der blonde Typ? Ja, es ist, er sagte, er würde Justin suchen oder so. Nun, ich sehe Geplänkel aus, bla bla bla, harter Kampf. Ah, der Typ. Wie kann er mit mir, mit dem Jungen reden? Der denkt ja, wer er ist. Zuerst müssen wir den Jungen retten. Also los. Suchen wir einen Weg, ihn zu retten. Ach ja. Krabbel, 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 labbel, labbel, labbel. Aha, da geht's auch schon wieder raus. So. Justin, schau! Vielleicht öffnet die richtigen Knöpfe die Tür. Ja, und... die richtigen Knöpfe zu finden. Zu erfahren, müssen wir weiterkrabbeln. Hier, Sackgasse. Okay, also wieder zurück. Hey, die schönen weiblichen Offiziere wurden gewählt. Hier sind sie. Ergebnis des Wettbewerbs. Und in ist Leutnant Lee wieder die Nummer 1. Ich hätte es wissen müssen. Sie ist bei weitem die Beste. Gefolgt von Hauptmann. Jetzt habe ich nicht mitgelesen. Wieder einmal Leutnant Lee. Sie ist wirklich ein wunderschönes Leutnant. Ja, die Truppendinger da, die stimmen da immer ab. Welches weibliche Kommando am besten aussieht. Apropos, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter und dann erfahren wir auch, ja, wie das Passwort lautet, ne? Also dann bis zum nächsten Mal, eure Tita Kenshi. Tschüss!